So, heute Zusatzprojekt Klohaus. Ja, waret heute schon einkaufen. Kommt dann jetzt gleich nach meiner Ansage. Also, schaut zu, wie man einkauft denn. Was ist drauf? Der Wahl. Mal gucken, was man braucht. 2,50 Meter ist ein bisschen. Ich glaube, wir müssen auf die andere Seite. Wollen wir mal gucken. Also gehen wir mal auf die andere Seite rüber. Oje, meine, oje, meine. Hier was finden, Katastrophe. Ich glaube, wir müssen nochmal im Gang weiter. Okay, also wir suchen mal Holz raus und dann melden wir uns wieder. Holz, Beschläge, erledigt. Ja, ja, jetzt brauchen wir noch, jetzt noch Eimer. Hä? Gucken wir mal, wo wir das entkriegen. Aber ich glaube ganz hinten. Gang 23. Ja, vielleicht kriegen wir das auch schon vorher irgendwo. Oh mein Gott. Von Gang 0 bis Gang 23 wieder zurück. Bam, bam, bam. Jo, immer dieses Blaue. Ihre Wägen sind interessant. Okay. Die sind ein bisschen groß, oder? Sind wir schon zum Turnstrom gelaufen? Das wäre die Runde, da hat es eckige. Aber so groß kann man, kriege ich ja gar nicht runter. Wenn, dann brauchen wir Eimer. Oh, was ist denn 20 Liter? 12 Liter. Das ist 20 hoch. Schade, gut, dann holen wir die Eimer woanders. Komm, dann holen wir die ins Innere. Da kannst du auch stinknormale nehmen. Also, jetzt hätten wir das. Ha? Weißt du groß? Ja. Leute, alles ausverkauft, ja, hier. Was du brauchst, ist ausverkauft. Aber ja, das ist normal. Wir gehen jetzt mal an die Karte zahlen. Und dann bin ich gespannt, was es kostet. Spanngurte brauchen wir noch, weil sonst haben wir Probleme beim Heimfahren. Eingekauft. 250 Euro. Und da ist der Klo jetzt mal dabei. Aber jetzt laden wir das mal ein und dann gucken wir mal weiter.
Eine Hitze. Gut anziehen, nochmal ran. Jawohl, nee. Dann macht auf der Seite auch noch fest. Aber ich sehe gar nichts mehr. Ich glaube, ihr seht mich gar nicht. Eingeladen ist. Dann würde ich sagen, fahren wir. Also, bis dann. Kuckuck. Ja, geschwätzt heißt was. Warum soll ich mal schwätzen? Ja, du, das ist dein Video. Es gibt einen Stummfilm. Es gibt einen Stummfilm. Ich hab gedacht, du hast den Plan im Kopf. Ja, hab ich auch. Ich weiß nicht, wie ich die schneiden muss. Ein Samstagabend auf der Wiese. Wir sind am Vorbereiten für unser PC. So, da la. Jo, jetzt haben wir mal das Grundgestell stehen. Falls ihr euch wundert, es ist nieder, ja. Mit Absicht. Ich drehe euch mal um. So, das da gibt also unser Klohaus. Es wird nicht groß, aber es reicht, würde ich sagen. Wegen dem Boden gerade gemacht, Platte verlegt und Gestell, Grundgestell nachgestellt. Jetzt ist aber Feierabend. Kann erst wieder nächste Woche weitermachen. Ich hoffe, das Gestell steht bis dann auch noch. Also, dann für mich geht es nächste Woche weiter, für euch gleich in einer Sekunde. Einen wundervollen, ja, heute wieder Bausamstag, heute Rest vom Klohaus oder das Klohäusle weitergemacht oder wird weitergemacht. Ja, schauen wir mal, wie es wird. We'll be right back.
wenn man nicht greift. Hilfst du mir überhaupt? Du bist dein Papa als verflixt, ne? Aber das bist ja schon gut. Der kann ja im Notfall ein Smiley über den Kopf legen. Okay.
So, das war's dann jetzt. Außenrum ist soweit fertig. Es war noch außer Zierbleche hingemacht, dass die Kegel geschützt waren. Oben kommt der Dachfirst noch ein Blech drauf. Und dann ist eigentlich außenrum soweit fertig. Dann kann der Innenausbau losgehen. Aber leider ist der Chlorersatz noch nicht da. Schauen wir mal. Also ich nehme euch mal mit. Das wäre jetzt von innen. Jo, also da kommt jetzt innen drin noch das Klo sitzen rein. Und dann passt es. Machen wir dazu. Schloss schließt. Passt. Also wie gesagt, da hinten, da kommen jetzt noch Bleche drauf. Von hinten muss ich dann noch die Entleerklappe noch machen, sobald das Klo eingebaut ist. Vorher geht es nicht. Jo. Ich glaube, ich muss den Börl ein bisschen weiter weg. Jetzt. Ah ja, sieht doch halt schlecht aus. Das wird jetzt. Also am Montag gibt es Farbe zum Einlassen und dann wird es eingelassen. Jo, somit für dieses Wochenende erledigt. Nächstes Wochenende oder mal gucken, wie nachdem, wie ich nächste Woche Zeit habe nach dem Geschäft und wie das Wetter mitmacht, mache ich vielleicht da noch ein bisschen weiter. Aber sonst geht es am nächsten Wochenende weiter für mich. Für euch in dem Video. Also, bis gleich. Hallihallo, Hallöchen. Jo, heute Freitag. Hab mir das nicht nehmen lassen, nach der Arbeit mal kurz weiterzumachen am Toilettenhäusle. Morgen geht dann der Innenausbau weiter. Aber ich habe es jetzt mal von außen schon mal gestrichen. Und an der Kante die Metallwinkel rein gemacht. Jo, ich zeig's euch mal. Jo, das wär's jetzt mal. Von vorne. Dann von der Seite. Ja. Schön in dunkel. Es ist wieder von hinten. Da unten muss ich dann morgen noch die Klappe einbauen zum Entleeren. Und dann müsste es passen. Also sieht doch nicht schlecht aus. Jo, also dann gucken wir mal. Dann geht es morgen weiter. Also, bis morgen. Einen wundervollen guten Morgen. Man hört, dort wo man gerade läuft schon. Wir sind schon am Arbeiten. Der Innenausbau hat begonnen. Ich habe schon den ersten Teil zugeschnitten. Das Messer und so wollte ich ersparen. Jo, geht es mal weiter. Kamera. Ja, so, perfekt. Höher. Jetzt bin ich auf dem Bild. Gott sei Dank, die Kamera brauche ich neu. Alt neu. Ja, mit der neuen Kamera hat es noch nicht gekannt. Perfekt. Guck, du musst gucken, dass das Mikrofon auf mich zeigt. Dann bin ich genau in der Mitte. Cool. Gut. Also, wir machen heute den Innenausbau. Ja, gucken einfach so, mal sehr, ob es euch gefällt. Und Leute, nicht vergessen, Abo da lassen, Glocke aktivieren und Daumen nach oben. Also, machen wir weiter.
So, erzähl mal, was haben wir gerade gemacht? Läuft es jetzt auch wirklich? Ja. Gut. Also, wir haben jetzt, Schablone genommen und rausgeschnitten. Kloeinsatz passt, wie man sehen kann. Und, hey Leute, goldener Klositz. Ich habe mir einen goldenen Thron. Passt. So, ich mache jetzt da den, guck jetzt, dass ich da den Klositz da festmache. Der muss natürlich so befestigt werden, dass er auch, wenn man da auch rein trifft, beim Kacken und Pieseln. Ja, das wäre scheiße im wahrsten Sinne des Wortes. So, und jetzt mit der reißenden Decke befestigt, damit der Karschen schön auf seinen goldenen Thron sitzen kann. Gell? So, die Sitzfläche ist jetzt fertig. Also, jetzt kommen die Lichter dran. Kamera rein und dann Klo. Oh. So. Ja. Die Kamera ist zu groß. Hell genug, hä? Also ich stehe direkt vorm Licht. Und einfach pop, pop. Gut, Kamera wieder raus, hat er wieder Kopf an. Zu spät. So, fertig wären wir. Also, haben wir es geschafft. Da heute fertig, wie man es im Hintergrund sieht. Eibauder sind drin. Zeige ich euch. Ja, der goldene Thron. Natürlich schon eingeweiht, von mir persönlich. Hier, wenn man rein sieht, unten ist der Kackeimer. Momentan noch ohne Streu. Dann haben wir hier einen Eimer für Streu. Das ist man dann beim Kacken auch dort. Lichtler haben wir schon gesehen. Jo. Das wäre es dann soweit. Hinten habe ich noch einen kleinen Zaun. Haben wir noch einen kleinen Zaun auch gemacht. Dass uns keiner hinter an die Schläuche geht. Jo. So. Das war's jetzt mit dem Toilettenhäusle. Ich bedanke mich bei meinen vielen, vielen Helfer. Das da und der da. Jo, ich will ja nicht zeigt, aber ihr habt es ja zum Teil schon gesehen auf den Videos. Und der Dudelsackspieler spielt auch schon wieder, gerade zum Abschied für das Fertiglied. Gut, dann würde ich sagen, freuen wir uns auf neue Projekte. Nächste Woche, weiß ich noch nicht, was man macht, Wanderer, vielleicht kommt ein Wandervideo. Mal schauen. Ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Also, vergesst nicht, ein Abo da zu lassen, die Glocke zu aktivieren und den Daumen nach oben. Jo, hier nach oben. Genau. Also, macht's gut. Euer Dominus Mansberg.